Warum Krabi? Tonopto. Ich habe gedacht Krabi mit Surfer, aber Tonopto kann ja auch gut gegen anstinken. Oh no! Warum Flammenrad? Ich wollte eigentlich Glut einsetzen. Ist mir auch egal. Tonopto kommt ja im Moment nicht so viel zum Einsatz. Und ein weiteres Magnetilo. Wow! Immer diese Magnetilo-Fronten plus Radfratz plus Zubat-Fronten hier. Sind doch alle kacke. Braucht man doch alles nicht. Außer wie gesagt, man will sich ein X-Bad machen. Dann okay. Weil es mit der Zugeneigung ist sowieso immer so eine Sache. Es dauert Ewigkeiten, bis man da endlich mal Golbat zu X-Bad entwickelt. Denn durch Zuneigung entwickelte Pokémon. Oh, ich habe keine Ahnung, was da alles eine Rolle spielt. Da bin ich überfragt. Jo, jetzt fängt der Bug wieder an. Okay. Geil. Schlüssel, vierter Stock. Okay. Vierter Stock, das müsste der dritte sein, oder? Hallo? Du hast mich aber schnell entdeckt. Wieder drei Pokémon. Zubat. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's schon geahnt. Entweder 5 oder 1 bis 2, aber nicht 3 oder 4. Das sind blöde. Das sind blöde Trainer. Und ein Volltreffer. Deswegen, 3 Zubats bringen mir gar nichts. Ein Golbat, das bringt mir schon mehr. Bam. Kopfnuss. Blutsauger, oh nö. Muss doch jetzt nicht sein. Gucken wir mal, wie viel Schaden Biss so anrichtet. Ja, mit dem Volltreffer doch genug. Und das sind Erfahrungspunkte, wie ich sie mir wünsche. Und nicht immer so ein Zubat hier. Slimer ist auch noch okay. Bringt auf jeden Fall mehr als Zubat. Und sollte auch mit Biss und Ruckzuckhieb in einer Kombination gut zu besiegen sein. Haben wir ja letztens immer gesehen. Härtner, Komprimator. So viele Sachen spielen ja jetzt nicht mit. Aussetzer zur Not noch, genau. Soll aber auch kein Problem sein. Müsste sogar mit Tackle besiegt werden. Ja. Sehr, sehr schön. Und noch ein paar Erfahrungspunkte. Für Evoli. Und weiter nach oben. Man kann diese Musik nicht weiter als irgendwie 5 bis 10 Sekunden hören, weil man dann immer gleich einen Trainer anlabert oder er ihn anlabert. Oder er einen anlabert, so rum. Und Porygon! Okay. Okay. Umwandlung 2. Das Typs Geist. Okay. Das soll mir recht sein. Also das soll mir nur recht sein, wie gesagt. Hat mir so sogar eine Kopfnuss gespart. Und kurz vor Level 36. Und wir gehen weiter in den vierten Stock hinauf. Und du... Ach, lass mich doch da durch. Und du gibst uns das Passwort. Ja, bin ich. Gib mir den Schlüssel oder das Passwort. Oh, komm. Verarsch mich doch nicht. Verarsch mich doch das. Ach, du schon wieder. 6 Pokémon. Ja, genau. Geil. Das ist ein Training. Jetzt habe ich kaum noch ab... Da habe ich mir aber ordentlich ins Gesicht geschlagen gerade.
Toll! Danke! Das könnte mein Tod bedeuten. Ja, toll! Nur weil ich da drauf für den Ticker einsetze. Nein! Fick dich! Was ist schon los mit dir? Das kannst du doch nicht machen, so knapp vor Level 36. Ich will nicht, dass mein liebes kleines Evoli besiegt wird. Ja, komm, ist klar, Egelsamen. Ach ja, das war ja sehr effektiv. Jo. Weißt du was? Komm, Tonopto, hau rein. Gegen dich kämpfe ich gar nicht weiter. Ist mein Evoli besiegt. Mein kleines Schutz-Pokémon. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Da gibt's Stress, deswegen trainiere ich es auch so. Na los. Und weiter. Boah, das hätte so viel Erfahrung gegeben. Das hätte so viel Erfahrung gegeben. Ich könnte mich jetzt ja eigentlich mal besiegen lassen und dann mit Evoli hier nochmal durchstarten. Ich meine, Evoli ist sowieso schon besiegt. Das heißt, dem macht das sowieso nichts mehr aus. Smogmog. Yo! Fu! Ganz ehrlich, Fu-Spiel! Und das nur, weil ich mich verdrücke! Mann! Das gibt's doch nicht! So viel Erfahrung bleibt hier für Evoli liegen. So viel. So verdammt viel. Wahrscheinlich jetzt 1200 für dieses Smogmog da. Ja, 1200 knapp. Aber das hätte Evoli gehören können. So viel. Boah, fuck you. Warum Explosion? Also Finale. Warum? Könnt ihr mich so drüber aufregen? Ich setze natürlich Decke ein. So ein Ärgernis. Die ganzen schönen Erfahrungspunkte. Mein Gott. Ja, dankeschön. Fu. Ganz ehrlich, Fu. Ja, gib mir den Schlüssel, aber ganz schnell. Dankeschön. Jetzt darf ich erstmal mein Evoli wiederbeleben gehen. Bevor ich jetzt irgendwas mache, belebe ich meine Evoli wieder. Wenn ich dann ins Pokémon Center komme, weil ich mir an der Nase kratzen muss. Schön, dass sie hier noch so rumläuft, als wäre nichts. Ist ja auch nichts. Nein. Oh, Mann, mein schönes Evoli. Dankeschön. Und hoch. Wieder in den Radioturm. Denn ich möchte da oben erstmal gucken. Obwohl Kelleröffner ist ja wohl eher für unten als für hier oben, oder? Kommt man in die Etage schon rein? Die ich hier rechts gesehen habe. Hier. Kommt man da mit dem Kelleröffner rein? Türöffner. Ja, man braucht natürlich auch 100 andere Karten. Genau. Das heißt, ich muss hier nachher nochmal rein. Ganz geil. Das
Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal hier lang, da hoch und hier runter. Nein, da, da ist er. Da runter. Na, jetzt geht auch da rein. Die haben wir schon alle einmal besiegt. Und hier wird unser Rival auf uns warten. Hallo, Aero. Genau. Diesen Keller meinte ich. Und ich habe gedacht, ich wäre hier erst einmal gewesen. Ich glaube, das ist auch nicht eine zwingende Aufgabe, die hier zu machen. Die Aufgabe. Aber ist natürlich schöner. Noch gutes Training. Golbat, okay. Ja, ja, unser Evoli ist wieder da. Flügelschlag. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt! Meine Fresse! Was habt ihr alle gegen mein Evoli? Oh, fuhr. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich benutze lieber einen Supertrank. Arg, Hilfe. Evoli soll überleben. Hör doch auf, Mann! Ich drücke ihm sowieso noch einen rein. So. Kannst du dich irgendwas anderes einsetzen? Tackle oder so. Ich gehe trotzdem erstmal auf Ruckzuckieb. Sehr schön, danke. Oh Gott. Evoli Level 36, immerhin. Energiefokus. Nee. Nein, danke. Brauchen wir nicht. Und nochmal 500. Und wir haben die 100 KP-Grenze überschritten. Magnetilo wechseln wir natürlich auf Tonopto. Die, welches immer noch dieses komische X-Abwehr-Dingen da hat. Und Glut sollte das auch ganz schnell wegbrutzeln. Yep, zack. Und nochmal Evoli. Und Impagator. Evoli kriegt sowieso die Erfahrung. Und ich bezweifle, dass wir mit Vati überhaupt Impagator tot kriegen. Mäh. Grimasse ist schon mal gut. Wenn wir jetzt noch mit Donnerwelle treffen. Ja, sehr schön. Ist es schon mal paralysiert. Jetzt haben wir schon mal einen guten Vorteil. Donnerblitz, Donnerschock. Donnerblitz haben wir ja leider noch nicht. Und wir machen keinen Schaden. Verdammte Axt. Einfach so weit vorschwächen und dann Vati bitte töten. Besiegen. Drücken wir es mal nett aus. Ja, sieht ganz gut aus. Formidabel. Mhm. Ist okay. Schön, dass du den Plan mitverfolgst. Einmal noch Donnerschock. Mhm. Gut. Ich will dich aber auch nicht töten. Aber du mich bitte. Hallo. Na. Na los. Meine Fresse. Wahrscheinlich besiegt er mich jetzt nicht mal. Doch. Gut. Ist ja eine Spezialangriffsattacke. So. Und Evoli kommt ins Spiel. Und eine Kopfnuss sollte da ausreichen. Sehr schön. Und wir halten einfach mal 720 und nochmal 720 Erfahrungspunkte. Das hat sich doch gelohnt. Apollo. Bleiben wir auch auf Evoli. Haben wir ja Biss gelernt. Fluch. Oh, 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 oh. Böse. Biss. Bitte besieg es. Sehr schön. 405 und nochmal 405. Und was kommt als nächstes Pokémon?
Sneeble. Könnten wir eigentlich auch mit Evoli besiegen. Kommt drauf an, wie viel Schaden Fluch macht. Wenn das jetzt überhaupt noch drauf ist. Finte. Stimmt, du bist Eis und Licht. Kopfnuss. Bam. Okay, geht noch. Finte sollten wir auch überlegen. Genau, und die Kopfnuss sollte jetzt das Ende für Sneeble und Aero sein. Und Evoli erreicht Level 37. Sehr, sehr schön. Ja, das war doch mal ein erfolgreicher Kampf. Du wurdest von einem süßen Pokémon zermalmt. Sei geehrt. Ja, Liebe, bla bla. Schön. Mhm. Ja. Okay. Hallo. Danke. Gott, mal dieses Rumgelaber. Ein Trank. Und einen Supertrank. Haben wir denn noch überhaupt einen Supertrank? Einen, ja. Oh, wir müssen, glaube ich, bald mal shoppen gehen. Und wir gehen weiter. Ein Radfratz, wirklich. Level 27 immerhin, aber... Ein Pokémon, dann Radfratz, meine Güte. Wow. Diese Erfahrungspunkte. Ich kipp aus dem Pushen. Wir rennen hier einfach mal.